Im Mona Leuenfeld werden Menschen, die sich gleichzeitig in einer beruflichen Abklärungsmassnahme oder in einem Aufbau- oder Arbeitstraining befinden, sozialpädagogisch abgeklärt, begleitet und unterstützt. Die Leute, die bei uns die Abklärung anfangen oder in diesem Aufbau- oder Arbeitstraining sind, kommen oft mit herausfordernden Lebenssituationen zu uns, sei es aufgrund von einer psychische Beeinträchtigung oder psychosoziale Störungen im Alltag. Es ist sehr wichtig und wertvoll für die Leute, dass sie bei uns einfach mal durchschnaufen können. Und wir versuchen dann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufzugleisen. Wir versuchen miteinander die Beziehung und geben auch den Raum, dass sie das annehmen oder sich darauf einlassen auf die Zusammenarbeit. Das Ziel in dieser Zeit ist vor allem so eine Vorbereitung auf die Berufswelt. Also wir fokussieren mit ihnen vor allem auf die Stärken und auf die Kräfte und nicht auf das, was sie nicht können. Das wissen sie in der Regel ja schon selber. Wir möchten gerne herausfinden und sie verstehen, wo sie hinwollen, was so ihre Ziele sind, damit wir in die Richtung arbeiten können, dass sie möglichst ein autonomes Leben führen können. Das Ziel liegt eigentlich in der Förderung der Selbstständigkeit. Das Wohngebäude hier in Leuenfeld ist sehr gut eingebettet in einem grossen Wohnquartier. Wir haben hier alles 3,5 Zimmerwohnungen, wo maximal 2 Personen drin wohnen. Und es steht in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Wir haben aber auch in der Nähe wunderbare Einkaufsmöglichkeiten. Das ermöglicht eine doch sehr autonome Lebensform. Die Massnahmen sind zeitlich immer begrenzt auf 3 Monate in der Regel. Die Menschen, die so eine Abklärungsmassnahme abschliessen können, starten dann die Ausbildung auch bei uns. Es ist immer sehr erfreulich, wenn die Leute nach einer Abklärungsphase den Schritt schaffen und auch die Ausbildung absolvieren können.